Hallo, hier ist das Supportnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man bei Google einen E-Mail-Account erstellen kann, also eine E-Mail-Adresse zugeteilt bekommt. Ohne E-Mails kann man ja heute kaum noch etwas machen. Ich gehe also auf die Startseite von Google Deutschland, google.de und wähle hier den Unterpunkt Mail. Da komme ich auf eine zweite Seite, die verspricht E-Mail-Service à la Google und ich wähle jetzt an Konto erstellen. Neues Google-Konto erstellen, da muss ich also einige Angaben am Anfang machen. Ich wähle also als Vornamen Jakob und bin ja ein PC-Profi. Als Nutzernamen hätte ich auch gerne diesen Namen. Mal gucken, ob das klappt. Ja, jetzt muss ich ein Passwort erstellen. Dabei ist ja immer zu bedenken, man sollte Zahlen und Buchstaben mischen und ruhig auch Klein- und Großbuchstaben verwenden. Ich werde heute also mal meine ehemalige Rückennummer benutzen vom Fußball und schreibe dazwischen das Wort Libero. Ich bin geboren Mitte des Jahres. Und zwar bin ich ja jetzt schon sowas um die 40 Jahre alt. Ich bin männlich. Mein Mobiltelefon möchte ich nicht weitererzählen. Eine alternative E-Mail-Adresse anzugeben, das kann durchaus sinnvoll sein, falls man mal Probleme mit seinem Konto hat. Da es ja hier um einen Test-Account geht, werde ich darauf verzichten. Dann soll ich noch zum Sicherheitscheck diese beiden Wörter angeben, die ich hoffentlich richtig lese, and sales. Dann muss ich den Nutzungsbedingungen zustimmen und ich möchte in meinem Fall jetzt nicht, dass Google hier meine persönlichen Daten weitergibt. Dann gehe ich zum nächsten Schritt. Oh, da habe ich wohl bei dem Passwort einen kleinen Fehler gemacht. Ich probiere es nochmal. So, jetzt habe ich mich hoffentlich nicht vertippt. Ah, ich muss noch einmal hier die beiden Wörter eingeben. Das heißt einmal Family und dann Ex-Valid, wenn ich das richtig lese, aber mit Groß EX. So, nächster Schritt. Jakob PC-Profi, das ist doch wunderbar. Ich könnte jetzt hier ein Foto hinzufügen und Google Plus, das ist sowas Ähnliches wie Facebook weiter benutzen. Aber uns geht es ja heute um die eigentliche E-Mail-Adresse, um das eigentliche E-Mail-Account. Also wähle ich nächster Schritt. Willkommen Jakob. Ja, ich gehe weiter. Danke für die Anmeldung. Weiter zu Google Mail. So, da ist irgendwas mit dem neuen Look und tatsächlich bin ich jetzt also hier bei Google Mail als Jakob PC Profi angemeldet. Merkwürdigerweise hat es aber auf die Sprache Englisch geschaltet. Ich will gerade mal sehen, wie ich diesen Bug lösen kann. Vermutlich, ja, hier geht es um die Settings, ja. Ich werde mal die Settings anklicken und hier kann ich jetzt auch die Sprache von US-Englisch auf Deutsch umstellen. Das müsste es ja eigentlich schon gewesen sein. Ja, Save Changes. Und jetzt habe ich hier alles auch auf Deutsch. Also, wenn euch das passiert, hier an dem Rad kann man alle wichtigen Einstellungen ändern. Das soll es dann für heute gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss.